Und damit hallo und herzlich willkommen zu The Last of Us im Part 2. Heute habe ich dabei, wie versprochen, meine Freundin. Und mein Bruder guckt jetzt noch ein bisschen zu, während er sein WoW auf seinen Das PC kam mir sicher als kopiert. Aufforderung. Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgewählt. So, mal schauen hier. Okay, das hören wir jetzt noch nicht, weil die noch da draußen sind. Wie konnte man hier nochmal rennen? Ich glaube, noch konnten wir gar nicht rennen, ne? Nee, nee, noch können wir gar nicht rennen. Das wird uns alles noch gesagt. Anweisungen der städtischen Beamten ist Folge zu leisten. Sieh mal da. Es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Das schätze ich auch bei einer Zombie-Apokalypse. Lass mich in Ruhe. Auf den Boden. Okay, okay. Lol. Ich hab nichts Falsches gemacht. Hände hoch, verdammt noch. Ja. Mach schon. Was willst du denn? Boah, schade, dass ich noch keine Waffe hab. Anscheinend gibt's immer mehr Infizierte. Und umso mehr, die sich wegschleichen. Hey, Joe. Wir wurden uns Papiere besorgt. Die sollten uns keinen Ärger machen. Bleib einfach cool. Okay. Die Untertitel sind hier natürlich so ein bisschen schnell gemacht, weil die reden hier irgendwo. Und das haben die natürlich direkt hier mit drunter gemacht. Ausweise bitte. Bitte schön. Was wollt ihr hier? Ich habe heute frei. Besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. Boah, hab ich mich erschrocken, Alter. Okay, wir hauen mal hier schnell ab. Also ziehe L nach unten und drücke X für eine schnelle Drehung. Ja, das funktioniert irgendwie nicht. Ich kann mich noch gar nicht bewegen. Ich kann mich. Ja, ich bin angemeldet. Lol. Ja, ich bin angemeldet. Ach, okay, alles klar. Was? Keine Ahnung. Halte L2 zum Sprinten. Ist eh ein Einzelspieler-Spiel, deswegen denke ich mal schon. Ich habe es auch eingestellt, dass deiner sich nach 15 Minuten ausschaltet bei Inaktivität. So viel zum einfachen Weg. Ja. Verarzt dich, okay? Verarzten? Deine Wunden mit einem Medikit. Du brauchst Zeit, um ein Medikit zu benutzen. Halte dich an einem sicheren Ort auf, ja. R1. Also erstmal müssen wir es auswählen, genau. Und dann R1, okay. Wir brauchen immer die Zeit zum Medi und verarzten so viel Leben, wie wir verloren haben. Checkpoints schließen. Wir werden außen rumgehen müssen. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe? Toll. Hey Tess, hast du es mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Sehr dunkel. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene. Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Meine Freundin musste niesen. Wir sind dran. Ah, ja, sehr schön. Wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Das stimmt. Dann helfen wir ihr hier mal. Wie ging Joe, das? Dreieck? Ja, Dreieck, okay. Hey.
Schade, dass die Flasche nicht runtergefallen ist. Oh nein. Oh Gott, das ist schlimm. Sie sollten darauf achten, was sie wegwerfen. Es werde nicht. Ich habe keine Taschenlampe. Ich habe noch keine Taschenlampe, Leute. Achso, wir holen ja jetzt erstmal unser Zeug. Sehr schön. Dann haben wir dann auch zum Glück eine Taschenlampe. Ein bisschen schneller hier. Gut, das ist klar. So drüber hüpfen. So, hier haben wir ein paar Sachen. Eine Knarre. Wie viel Munition? Nicht mehr viele Kugeln. Nicht viel. Du musst gut zielen. Okay, also wir haben eine Waffe mit 4 Schüsse. Super. Super. Zielen tun wir mit L2, nehme ich mal an. Nein? Mit R1? Oh Gott. Na, da muss ich mich aber umgewöhnen, doch. Bei GTA ist das, glaube ich, anders. Ich hoffe, dass ich jetzt mit L2 eine kleine Bewegung mache. Ja, okay. Und mit L1 würde ich... mit R1 würde ich dann schießen. Okay, gut, wunderbar. Haben wir jetzt eine Taschenlampe? Super, haben wir auch. Gut. Wunderbar. Dann helfen wir ihr mal hoch. Ja, so traurig, was am Anfang passiert ist. Dass die kleine Sarah gestorben ist. Bereit? Und jetzt 20 Jahre später. So, dann heb mich mal hoch hier. Na los. Ah, oh, bin ja auch gar nicht schwer, ne? So. Schauen wir mal. Geh weiter. Okay. Eine Bar. Vorsichtig. Bin ich nicht immer? Vielleicht sollten wir hier mal nachgucken, ob wir schon Sachen finden. Das ist ja wie bei DayZ vielleicht, dass wir hier Sachen finden, die auf dem Boden liegen. So Munition oder sowas. Aber nein, hier liegt leider nichts. Das heißt, wir können erstmal weitergehen. Lol, was hat der denn gemacht? Das ist... Achso, das ist Schleichen. Schlagen ist mit... Viereck? Okay. Ich war lange nicht draußen. Das ist fast wie ein Date. Oh. Ich bin halt sehr romantisch. Du hast deine Vorzüge. Wo ist die Leiter? Leiter? Irgendwo sein. Ah, da. Hab sie. Hab sie. Tutorial freigeschaltet. Tutorial. So. Packen wir die mal hier hin. Ey, ich bin so schlau. Ich bin so schlau. Es ist aber die gleiche Taste. Ladies first. Lady, du musst mich wohl verwechseln. Alles ist so, relativ. Geh auf die Leiter. Kann ich laufen? Ja, schön. Gut. Auch hier würde ich gerne mich mal umschauen. Und da haben wir sogar ein paar Schubladen, die wir durchsuchen können. Und hier finden wir Schrauben. Und ich glaube, Schrauben können wir nehmen, um unsere Waffe zu verbessern. Aber hier ist noch eine. So. Haben wir ja schon mal was Nützliches gefunden. Hier ist nichts. Schade. Ist hier irgendwas? Nö. Schauen wir nochmal schnell im Nebenraum. Ja, da blinkt irgendwas. Eine Kette. Ein Firefly-Anhänger. Okay. Select zum Ansehen. Aha. Okay. Und sonst ist hier, glaube ich, nichts mehr, ne? Ein kaputtes Bett. Ganz viele Doppelbetten. Wo sind wir hier eigentlich? Hm. Jetzt so. Hier runter. Jetzt brauchen wir die Taschenlampe. Jetzt wird's dunkel. Die Treppe ist ja schon so halb kaputt. Um seinetwillen. Hoffe ich's. Na, wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell los.
wo wir von Waren reden. Wann kommt was Neues rein? Wir treffen Bill nächsten Monat. Mehr Pillen, viel Munition. Vermutlich. Warte. Sporen. Sporen. Ach Gott, sie mit ihrer Taschenlampe. Aber wir haben genau dieselbe. Wo zur Hölle kommen die her? Bisher war es hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Ja, wir passen auf. Ach, jetzt müssen wir zum Anvisieren. Was? Okay. Ach so, nee, zum Ducken, genau. Da liegt ja der Grund. Bäh, Ratten. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Oh, lecker. Tot. Hier sollten wir durchpassen. Ja. Reißt das ganze Haus ein. Die Decke kommt runter, pass auf. Hier lang. Ja, geh weiter. Vorsicht. Scheiße! Pass auf! Helf mir! Meine Maske ist kaputt! Ich will mich nicht verwandeln. Bitte. Was willst du jetzt tun? So. Gehen wir. Der hätte eh nicht mehr länger überlebt, aber hier... Das war der Schatten, ich dachte schon. Aber der hatte noch Munition. Das ist gut. Das brauchen wir nämlich. 5 Schüsse nur, das ist ja nichts hier. Das ist ja gar nichts. Nee. Hier ist auch nichts. Wieder weiter. Weiter. Oh. Ach so. Ah, ich kann mich an Infizierte anschleichen. Und erwürgen. Ah, okay. Das ist natürlich schlau, ne? Da sind auch nochmal 2. Himmel. Was ist mit ihm hier? Achso, den benötigt. Achso. Ja, komm, hier, gib ihn in die Fresse, Alter. Hier, zack, zack, zack. Alter, du hast mich fast getroffen, Mann. Okay, das waren alle. Ja, schön. Hoffentlich. So, finden wir hier noch irgendwas? Oh, Taschenlampe an. Ein Laptop. Hoffentlich mit Internet, das brauchen wir auf jeden Fall. Ha, ha, ha. So, da ist was. Hier ist was. Voll. Medikit ist voll. Wie viel Leben haben wir denn noch? Voll. Wir haben voll. Nee, was ist das? Ein Snickers? Ja, damit du Energie hast. Hä? Wozu ein Snickers? Ich kann doch nichts essen. Wie geil, ein Snickers. Ah, herrlich. Munition. Ja, das ist gut. Das können wir immer gut gebrauchen. So, dann haben wir schon mal 8 Schuss. Ist das nicht toll? Also 5. Ne, 2, 4, 6. 6 Schuss und 2 zum Nachladen noch. Okay. Achso, hier geht's gar nicht weiter. Na, wie gut, dass wir jeden Raum mal kurz durchschauen. Da geht's auch nicht weiter. Schauen wir mal, ob hier irgendwas in der Nähe ist. Nö. Hä, wo geht's denn hier weiter? Wie konnte man nochmal visieren? Ah ne, das ist die Waffe. Das muss doch hier irgendwie weitergehen. Ach, ich gehe mal die Treppen hoch. Ja, hier wird's doch wieder schön klar. Können wir die Taschenlampe auch wieder ausmachen. Oh, frische Luft. Oh.
Ja. Frische Luft. Du sagst es. Achso, mit X, genau. Dafür lohnt es sich noch, was zu gehen. Gestank in der Stadt. Warum glaube ich dir? Nach einem dieser Raumsprays. Hey, wenn die nicht abgelaufen wären, wäre das eine Idee. Ja, 20 Jahre keine Herstellung. Wegen einer Zombie-Apokalypse. Apokalypse. Geht klar. Ja, machen wir mal zu hier. So, dann wollen wir mal schauen, wo sind wir denn jetzt hier? Scheint ein Haus gewesen zu sein. Es war mal ein Haus. So, dann jumpen wir da mal rüber. Verdammt. Das Brett ist weg. Wie Brett? Spring doch einfach drüber. Ach, man kann ja hier gar nicht springen. Ahaha. Dann... Ja, dann holen wir mal das Brett. Ich hole es. Oh Mann. Dass wir Männer immer alles tragen müssen. Unglaublich. Hier, reich es rüber. So. Okay. Wo ist sie denn? Da. Ja, komm. Komm schon, komm. So. Ganz schön schwer. Ich lauf dann mal außen rum, bis du da fertig bist und okay, mir die Hand gibst. Schwing deinen Arsch hoch, dann los. Schwing deinen Arsch hoch. Oh mein Gott, sonst geht's dir gut, ne? Oh, Leute, da hinten liegt noch was. Hätte ich ja fast übersehen. Sag mir nicht, das ist noch ein Snickers. Alter, das ist schon wieder ein Snickers. Den sollte sie essen. Sonst ist sie eine Diva. Lass uns nachsehen, ob hier Soldaten sind. Das glaube ich nicht, oder? Alles klar, komm. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Mach zu. Ja. Jetzt geht's los hier. Guck mal, ich räume die Sachen schon mal weg vom Tisch und dann können wir hier eigentlich... Hallo, komm mal zurück. Ja, sie mag anscheinend nicht. Okay. Dann haben wir hier auch nichts mehr. Guti. Die Kugel. Ja. Hey, kleiner Mann. Schau nach, ob ich könnte ihm jetzt die Birne wegballern, ne? Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Aber das wäre fies. Das ist ein kleiner Junge. Hallo? Du weißt, dass er uns erwartet. Na, das macht's interessanter. Der Typ erinnert mich so ein bisschen an... Wie hieß der von The Walking Dead? Der erste, den, um den es eigentlich wirklich geht in dieser Serie. Hi. Nicht jetzt, Terrence. Nein, ist gut. Ich hab den Namen vergessen. Jetzt, verstanden? Okay. Kann ich machen. Das ist besser rumgeschlagen. Anfassen heißt kaufen. Ja, schön. Ich kauf nix. Hi. Fällt dir der Name ein? Nee, ne? Wer dich verdammt nochmal? Wo willst du denn hin? Ach so. Setz dich. Oh, sorry, Ted. Ihr gehört zusammen und geht einfach weiter. Oh Mann, hau ihn mal rein! Lack zu, na los! Wer ist das? Alter Bekannter, frag nicht. Oh, Messer. Der Typ hat in dieser Fabrik jede Menge Zeug gehortet. Ach, da müssen wir durch. Ich suche Robert. War er hier? Vor einer halben Stunde. Er ist zurück zum Kai.
Da ist er jetzt. Unsere schönen Lebensmittelkarten, die brauchen wir doch, um zu überleben, Mensch. Oh, verdammt. Los geht's. Lasst uns durch. Dreht um und geht zurück, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Es geht nicht um euch. Wir wollen nur Robert. Macht euch locker. Kehrt jetzt verdammt nochmal um und geht. Ich gehe nirgendwo hin ohne Robert. Miststück, ich mach dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. Scheiß drauf. In Deckung! Huba. Bereit? Ja. Ich gebe Deckung. Ja. Ziel auf sie. Ja, ich ziel. Habe ich die automatische Zielerfassung an? Ja! Nein. Boah, hat er mir hier gleich gegeben, Alter. Die brauche ich, die automatische Zielerfassung, weil das ist sonst echt hart. Lebt der noch? Der lebt noch, ne? Ne, der lebt nicht mehr. Lol, du kleiner Pisser, Mann, Alter. Geh weg. Ich hasse deine Mama. Gut gemacht, Cowboy. So, habt ihr hier irgendwas? Ne, ihr habt alles verballert, ne? So schlecht seid ihr. Musstet ihr die ganze Munition verballern? So. Wollt ihr wissen, wie es weitergeht? Ja, das glaube ich euch, aber nicht mehr in diesem Part. Deswegen sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.